Und deine Ruhe bitte ich mir aus. Oder muss vielleicht einer von euch noch austreten? Haben wir mich doch. Und Kiebe mag ich jetzt keinen mehr suchen. Nee, nee, im Gegenteil. Kohldampf haben wir. Im Hunger. Da bist du ein bisschen in der Früh. Da ich von so bringt euch dann schon was. So. Und jetzt deine Ruhe bitte ich mir aus. Scheiße! Scheiße? Um ein Haar wären wir jetzt schon bei die toten Helden in Valhalla, oder wie das heißt. Psst! Hörst du das? Ja, nix. Alfonso, bitte! Bitte! Komm mal her! Redet ein wenig mit mir, Alfonso. Oh. Aber wenn ich es nicht verstehe. Aber... Oh. Das macht mich so sinnlich. Mia cara, mia piccola dolce, amore mio dolcezza, Teresa, ti amo, ti adoro. Ti adoro? Was sagt er denn? Wie kommt der Italiener her? In der Liebe sollen die Brüder ja was los haben. Du machst mich verrückt. Ti amo, Teresa, il tuo corpo è così bello, dein Körper ist so schön. Teresa. Alfonso, so wie mit dir. So war es nur mit Korma. Oh, der dessen Könner. Meine Liebling, Teresa, hast du den Wein? Und die Salciccia? Wie heißt in Deutsch die Wurst? Mitgebracht? Alles, Alfonso. Brava, Teresa. Und wenn es noch was brauchst? Mein Vater schafft ein wenig Gedanken in Italien aus der Wirtschaft. Wie er das schafft, dass dann danach der Frau rein kann. Ländlich, aber ein klasse Weib. Die bringt ihm Fresswaren und Wein. Alles, was sie ihrem Vater klaut. Das nenne ich Liebe. Woher willst du wissen, was Liebe ist? Na, wirst du es vielleicht besser? Buongiorno signori, sveglia, sveglia, prego, qui, la colazione più magnifica di casa. Devo aprire un po' la finestra. Che puzza! Mensch, Frühstück. Mi chiamo Alfonso, ich heiße Alfonso, abito qui. Ich wohne da drüben, in der anderen Zelle. È stato ieri sera un po' forte. Ah, ho capito. War es gestern ein bisschen zu laut? Nee, nee, im Gegenteil. Eher eindrucksvoll. Che bello. Voi siete dei cari amici. Ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen. Warum seid ihr hier? Una cosa criminale o politica, eh? Es ist kompliziert. Wir sind ein bisschen verloren gegangen. Oh, mio Dio, bei mir war es genau so. Italien ist nicht mehr verbündet mit Deutschland. Und so haben die mich zwangsverpflichtet in Rüstung als technischen, come si dice in tedesco, Zeichner. Ja. Ma io sono un artista, per la miseria. Un pittore. Doch jetzt ist alles kaputt. Ich habe auf dem Land gearbeitet. Ich müsste einen Bauern beim Schnapsbrennen helfen. Scusate, und jetzt, die sperren mich ein. Ich helfe den Kommandant und bin, wie sagt man, una ragazza per tutti. Mädchen für alles. Capito? Aber als Mann sind sie auch ganz schön gefragt. Voi siete amabili. Vi faccio un regalo adesso, eh? Un po' di salciccia. Una per te. Oh. Danke. Hey, Alfonso, schick die. Mit dem Telefon stimmt was nicht.
Subito, Kommandante! Er ist kein schlechter Mann, nur ein bisschen krank. Er raucht immer. Und er muss immer husten, Bronchite. Er ist ein Ketten. Kommen Sie, die Schinte Desko. Ein Kettenraucher? Ein Kettenraucher. Aber wo kriegt er die Zigaretten her, wo es kaum was gibt? Zwischen uns, dem Kommandanten und mir, das ist eine kommerzielle Angelegenheit. Er braucht Zigaretten. Ich brauche Amore. Wenn ich habe Amore, er hat Zigaretten. Kommerzial. Geschäft. Bah, arrivederci. Das ist Mann von Welt. Ich glaub, sowas trifft man halt auch nur mehr im Knast. Mm. Also diesmal war es besonders schwer. Mit ein paar Zärtlichkeit ist der Zahlmeister jetzt nicht mehr zufrieden. Nicht aus der Affe. Das ist eine ganz andere. Ja, das ist eine neue. Tante grazie, mia povera. Povera. Ti adoro. Es ist der Spitze. Seit wir uns zuletzt geküsst haben. Tre giorni, ma non è un'eternità, mia dolce. Stattdessen hätte ich diesen widerlichen Kerl küssen müssen. Boah. Ach, was sagst du mir so, Alfonso? Das lässt dich bald nimmer mehr vermeiden. Der rückt nur noch mit Zigaretten raus, wenn ich's mit ihm tue. Das will ich. Ich halte es nicht mehr aus. Du mir uns, weil man's bloß hört, wa? Na, sehen wir ja noch schlimmer. Das kapier ich nicht. Dass du ein primitiver Hund bist. Das ist doch alles sinnlos. Das ist doch eine Rammelei. Wenn ich doch das andere irgendwo... Ach du Liebe, ein bisschen. Jetzt kommst du mir auch noch mit die Romantik daher, ja? Was nützt dir denn das ganze Gefühl, wenn du im entscheidenden Moment überhaupt keine Ahnung hast, wie das mit die geliebte Frau geht? Hast du das? Ja. Für eine Zeit haben wir nicht mehr. Ja, der Hauptmann gesagt, was da los ist, muss uns den Nächsten schicken. Keine Maus kommt da mehr raus, hat er gesagt. Kein Schwein hast du? Da triffst du in dem ganzen Chaos vielleicht nochmal die Gerda. Na und denn? Willst du denn vielleicht genauso eine Pleite veranstalten wie mit die Rose? Vom Film oder vom Fronttheater. Nach so einer würdest du da aber auch auf den Kudamm umkicken. Alfonso, sag mal, kannst du überhaupt noch zählen, wie viele Frauen du gehabt hast? Das ist Amore im Krieg, capito? Als ich noch zu Hause war, war ich verheiratet. Eine buona moglie, bella, eine gute Ehefrau. Und dann plötzlich alles aus. Schicken mich in die Tedeschi, in Germania, Köln, Stuttgart, Schweins, mein Gott, so si dice, Furt. Linz und überall fallen Bomben. Und immer wieder in eine andere fremde Stadt. Io non capisco il tedesco. Ich verstehe die Sprache nicht. Amore ist die einzige Sprache, die ich in der Fremde perfekt sprechen kann. Ja, aber ist das Liebe mit so viel? Liebe. Was ist Liebe? Wenn du in die Fremde kommst, ist es sempre molto triste. Wenn du aber eine Frau hast, dann fühlst du dich wie zu Hause. Questo è amore. Hast du eine Zigarette für uns, Alfonso?
Alfonso, sag mal, na, weil du damit die Frauen so ein Experte bist, könntest du uns dann nicht mal unter Männern was verraten? Na, wo wir da bisher, wie soll ich mal ausdrücken, im Dunkeln tappen? Sieh, Maledizione, in der Waschkuchina habe ich immer solch einen Durst. Scusate, was wollt ihr wissen? Na, wie merkst du, wenn du jetzt mit einer Frau bist, dass es geklappt hat bei ihr? Geklappt? Na, dass auf ihre Kosten gekommen ist. Quando una ragazza felice. Wenn ein Mädchen glücklich ist? Genau, wenn sie glücklich ist. Ja, bei Mom ist es eine klare Sache, nicht? Aber bei den Mädeln? Naja, manche, die schnaufen nur ein bisschen und manche fühlen sich auch wie die Wilden. Na, die können ihm ja eine Menge vormachen. Il tutto è un teatro orgiastico. Alle Theater? Wie, und da gibt's nichts, worauf du dich verlassen kannst? Ach Mensch, dann wirst du ja als Mann hier, ob du eine Granate oder ein Blindgänger bist. Questo è un grande problema. Gerade mit der deutschen Frau. Die sind genau konträr. Come si dice, gerade umgekehrt zu den Frauen in Italien. Die italienischen Frauen sind verlogen im Charakter, aber ehrlich im Bett. Die deutschen Frauen sind ehrlich im Charakter, aber verloren im Bett. Un momento, però. Es gibt doch un indizio misterioso. Come si dice, ein geheimes Signal. Ein Zeichen. Auf Schreien, Zappeln und Stöhnen kannst du dich nicht verlassen. Es gibt eine mysteriöse Sache. Ein Rätsel, sozusagen. Gli occhi. Es sind die Augen. Wenn du mit einem Mädchen schläfst, sollst du ihr in die Augen schauen. Und wenn sie un poco. Seht ihr? Schielen? Ma solo un poco, eh? So. Alles andere könnte eine Lüge sein. Salute.